Hier muss etwas in Gemeinsamkeit zum Nutzen unseres Volkes gemacht werden. Es ist wirklich nicht 5, sondern 1:58 auf dem Gebiet. Vielleicht kann ich da auch noch mal was dazu sagen. Also wenn ich das jetzt hier so höre, wirkt das auf mich alles sehr bedrückend und hört sich eigentlich nach Rückzug an oder eigentlich auch danach, dass die Sache mit dem dritten Weg, dieser positive Gedanke des dritten Weges eigentlich schon völlig also verspielt scheint. Und ich möchte dazu sagen, dass ich eigentlich immer noch das Ideal oder den Gedanken habe an eine echte Erneuerung unserer Gesellschaft, also einer souveränen DDR. Bloß ich denke, dass man, wenn man da ansetzen will, und, aber vielleicht ist da ein Ansatz schon zu spät, dass man das an der Wurzel packen sollte und eigentlich, wenn man eine erneuerte Gesellschaft definieren will, wahrscheinlich auch erstmal die erneute Wertefrage in einer Gesellschaft stellen müsste. Und ich weiß nicht, ob das bei unserer Bevölkerung zu spät kommt, aber ich denke auch, dass das in 40 Jahren Staatspolitik in der DDR eben auch der große Fehler begangen wurde, dass als einziger Wert der geprägt wurde, dass immer nur der Wert war nach schnellerer und höherer Befriedigung der materiellen Lebensbedürfnisse. Und ich denke, da liegt auch ein großes Grundproblem. Was meinen Sie denn, welche Werte, wenn Sie das ansprechen? Die sozialen Werte und die Werte einer solidarischen Gesellschaft. Und ich denke, dass es für uns ein ganz großer Fehler wäre, wenn wir nur nach dem Westen gucken, nach einer Wohlstandsgesellschaft, uns daran orientieren und diese Wohlstandsgesellschaft übernehmen wollen. Gut, also Biedenkopf hat neulich gesagt, die DDR sollte die Bundesrepublik nicht abkupfern. Ich glaube, dazu brauchte man auch mindestens 2 Jahrzehnte oder 1 Jahrzehnt, um das zu tun. Aber ich würde gerne das noch ein bisschen zurückstellen. Wir sollten also über das, was die, ich möchte gerne das etwas zurückstellen auf das, was die DDR ausmacht und was vielleicht die beiden Staaten zusammen tun könnten. Wollen wir erst einmal über die dringenden Sorgen der DDR sprechen, denn die sind ja wirklich so, wie Herbert Zecher sagt, nicht 1:58, also wenn es das ist, dann ist ja noch einiges zu retten. Herr Berghofer, Sie haben gesagt, Marktwirtschaft, was ist denn daran dann noch sozialistisch? Ich würde gerne die Frage hier auf diesen Tisch legen, wenn das alles kommt, was diskutiert wird, wenn, ich sage es mal etwas flapsig, die Industriebosse aus der Bundesrepublik hier ankommen, und das ist ja eine Furcht vieler DDR-Bürger, nicht das Land unter sich aufteilen, aber hier nun mal zeigen, wie man es macht und es dann auch tun. Was bleibt von dieser DDR übrig und was ist dann noch sozialistisch an diesem Land? Also ich werde erstmal zum Ausgangspunkt nehmen und ich betone, dass ich mich da in Mitverantwortung befinde, damit kein falscher Eindruck entsteht. Das, was wir jetzt bereden, hat ja 40-jährige Ursachen, nicht zuletzt an diesem Tisch geschaffen, wenn wir über Stalinismus reden. Ich glaube, es geht heute nicht um Reparaturarbeiten oder um das Auswechseln von einzelnen nicht bewährten Elementen der Wirtschaft. Das ist falsch. Wir haben uns über Nacht an ein starkes Wirtschaftssystem angekoppelt, ohne Konditionen. Das ist die Realität und mit dieser Realität müssen wir leben. Indem Sie die Freizügigkeit. Genau. Ja. Zweite Bemerkung, ich gehe davon aus, und das schließt der Begriff der Vertragsgemeinschaft ja ein, dass 2 Vertragspartner am Tisch sitzen und damit Souveränität der einen und der anderen Seite gewährleistet wird. Drittens, das ist ein sicher schwieriger Erkenntnisprozess, aber reine kapitalistische Marktwirtschaft findet ja auch in der Bundesrepublik nicht statt. Der Staat greift ja auch dort an vielen Stellen reglementierend ein und sichert soziale, demokratische und ökologische Komponenten. Also es gibt das bei uns Planung, aber keine Planwirtschaft. Das können wir alles noch viel besser machen. Das will ich ja mit dem Begriff Marktwirtschaft nicht in Frage stellen. Ich will nur davor warnen, dass wir das Ganze wieder zum ideologischen Problem machen, denn dafür kann ich am Ende nichts bewegen. Wenn ich durch meine Stadt gehe und den Verfall der Bausubstanz betrachte, da stimme ich Ihnen zu, dann sind das gigantische Disproportionen, die entstanden sind. Und das hat mit Wohlstand nichts zu tun, sondern mit ganz normaler Lebensqualität. Dieser Frage müssen wir uns stellen. Also ich würde dann gerne fragen, was soll denn eigentlich vorrangig gemacht werden? Infrastruktur, Konsumgüter, wo fängt man an? Also mit der Infrastruktur, also ich finde, beide Regierungen sind im Verzug. Sie hätten schon weiter sein können. Die Regierung der DDR hätte längst sagen müssen, was für konkrete Projekte sie will, was sie für Maschinen braucht, was sie für Material braucht. Und dann hätten wir das liefern können. Aber das geht natürlich alles nicht so schnell. Das braucht Anlaufzeit, aber das hätte anlaufen können. Was schneller geht, ist
die Hilfe der privaten Wirtschaft unter der Voraussetzung, dass die private Wirtschaft Investitionssicherung hat. Das, was da bisher zu hören gewesen ist, war für mich nicht sehr überzeugend. Sie sagen auch gleich, was Sie mit Investitionssicherung meinen, nur damit die Begriffe klar sind für die Zuschauer, die das nicht kennen. Das heißt, die Wirtschaft, die hier investiert, muss die Sicherheit haben, dass ihr Geld auch was wert bleibt und dass es garantiert wird. Und mich hat das ein bisschen erinnert an das erste Reisegesetz, das die DDR gemacht hat. Ja, das war auch ein Flop. Und als es als Flop erkennbar war, hat man es zurückgezogen und hat in Panik alles aufgemacht. Und mit dem Investitionsschutzgesetz sieht es so aus, als ob es auch ähnlich wäre. Das heißt, ungenügend für den gewünschten Zweck. Ich stelle mir vor, dass wir das gesamte Angebot, was bei unseren Heimwerkerläden zum Beispiel ist, hierher bringen. Sodass die Menschen es kaufen können, nicht nur anfassen können, nach Hause gehen können, anfangen können. Ich stelle mir vor, dass eine entsprechende Ausstattung für die Handwerksleute passiert, damit die was machen können. Das bedeutet, bitte? Als Spende stellen Sie sich das vor. Nein, sondern ich stelle es mir vor, dass dies geliefert wird auf der Basis der Vereinbarung zwischen beiden Regierungen 1:3. Das heißt, dass man, wenn ich eine Maschine in der Bundesrepublik für 200 Mark kaufen kann, dann bekommt der Lieferant 130. 70 Mark steckt sich der Händler. Ungefähr, kann auch mehr sein. Okay. Sie überschätzen die Margen der Händler, Herr Bauer. Na gut. Also 65 Mark. Okay. Fängt er schon wieder mit mir an zu handeln. Ja, aber das ist mein Name. Gut. Das heißt, die bekommen das hier für 600 Mark. 400 Mark werden abgeschöpft und stillgelegt, weil ich das Volumen des umlaufenden Geldes reduzieren muss. Und die 200 Mark sind garantiert, entweder nach Vereinbarung zum Teil reinvestierbar, zum Teil zurücknehmbar. Wenn ich dies über ein Jahr lang systematisch mache, dann könnte ich hoffen, am Ende des Jahres ist die Relation 1:3, die im Augenblick gegriffen ist, künstlich ist, ehrlich. Dann könnte es sein, dass ein Jahr später zu einer ehrlichen Relation von 1,2 kommt. Und dann haben wir konvertierbare Währung. Dann sind wir dem Währungsverbund ganz nahe. Also ich lese lauter Widerspruch. Erstmal, Herr Wolfenhammer. Kein Widerspruch, nur ich freue mich, dass hier tatsächlich down to the earth diskutiert wird. Das ist interessanterweise die wirtschaftlichen Fragen wird schnell in den Vordergrund kommen. Und das ist nötig. Herr Bahr, ich will damit anfangen. Hier, die Regierungen haben nicht versagt, schnell zu handeln, sondern es muss ja für gewisse Dinge Voraussetzungen geben. Sie haben eins genannt, Investitionsschutzgesetz. Ich habe, wie Herr Gorbatschow im Juni bei mir in Köln war, ihn gelobt, dass die Justizadministration der Sowjetunion offenbar in der Lage ist, schneller zu reagieren als die wirtschaftliche. Die haben so ein Investitionsschutzgesetz tatsächlich gemacht, aufgrund von Einwänden von uns und täglich verändert. Zweiter Punkt. Gewerbefreiheit, habe ich die Frage, gibt es die? Alle diese Dinge sind ja die Voraussetzungen müssen dafür geschaffen werden. Hier ist nicht die Frage, ob Sie für 200 Mark eine Maschine rüberliefern, sondern können Sie die Gewerbefreiheit für den Menschen garantieren, der mit dieser Maschine arbeitet. Schlicht und ergreifend, das muss schnell behandelt werden. Dritter Punkt, und dann bin ich auch sofort zu Ende, ich will das hier um Gottes Willen nicht verlängern, Gemeinschaft, wie Sie das wollen. Ich bin heilfroh, muss ich Ihnen sagen, dass wir hier mit dem Hauptproblem einer Währungsreform Gott sei Dank nicht konfrontiert werden. Normalerweise wäre das der Fall gewesen. Aber ich sage Ihnen so schnell, Herr Bahr, wie Sie das sagen, kriegen wir hier diese Währung nicht heran und die Bundesbank, die eine Verantwortung für die Stabilität der Währung hat, könnte solchen Plänen ganz bestimmt nicht zustimmen. Ich möchte nur, bevor ich es gleich hier wieder an diesen Tisch zurückgebe, sozusagen Herrn Schnur begrüßen. Schön, dass Sie da sind, Herr Schnur. Wir freuen uns. Lassen Sie mich noch mal eine andere Komponente in die Debatte einbringen, in Anlehnung an das, was meine Kollegin gegenüber gesagt hat. Sind Sie Oberbürgermeisterin? noch nicht, aber bald.
Demokratie jetzt, Koppel. Selbstverständlich heißt die Frage auch, wie bringen wir die Marktwirtschaft in Übereinstimmung mit den Bedürfnissen und Potenzen, den konkreten Bedingungen bei uns im Lande, in der DDR. Das Verhältnis von Markt und Staat, die Wirtschaftsdemokratie, die ja in wesentlichen Bereichen nicht ausgeprägt ist. Die Rolle der Gewerkschaften, Betriebsräte und andere Formen werden dabei eine wichtige Rolle spielen. Also die notwendigen politischen Mechanismen, die das Ganze im Gleichgewicht halten. Und selbstverständlich auch die entsprechende Wirtschaftsstruktur. Bei der Frage nämlich, wo fangen wir an und wo hören wir auf, bei den gigantischen Disproportionen, die in 40 Jahren entstanden sind, ist das ja eine ungeheure komplizierte Frage. Und die macht es so schwierig, den ersten Schritt zu bestimmen. Ja, das hebt mir jetzt ein bisschen ab. Ich will Sie mal fragen, Sie machen doch also schon Ihre Politik, Herr Berghofer. Ja. Andauernd kommt eine Delegation aus Hamburg, Herr Foscherau sitzt bei Ihnen am Schreibtisch und die kommen ja nur nicht, um sich das schöne Dresden anzugucken. Doch auch. Auch. Ja, naja, aber auch. Das kennt er, der ist schon einige Male da gewesen. Das war nämlich jetzt in dieser Woche nicht das erste Mal, dass er bei Ihnen war. Also Sie machen das doch schon. Das heißt, Sie unterlaufen sozusagen die Bürokratien und sagen, ich mache jetzt hier für meine Stadt. Was machen Sie denn da mit dem Verschauern? Wie man das nennt, da will ich mich nicht festlegen. Nee, gut, auf alle Fälle ist es sicher ein Moment von Vertragsgemeinschaft, denn die letzten Beratungen, die wir hatten, endeten mit einer Vereinbarung, die zur Bildung einer gemeinsamen Wirtschaftskommission führten. Es saßen 71 hochkarätige Hamburger Unternehmer mit den Kollegen Dresdens und des sächsischen Raums zusammen. Ich will jetzt nicht konkret werden, es sind über 100 konkrete Projekte abgestimmt worden. Und da fragen Sie auch gar nicht mehr nach Planwirtschaft oder nach Marktwirtschaft. Wir nutzen A, die Möglichkeiten, die es ja bereits immer gab, in anderen Dimensionen aus. Das ist absolut korrekt und gesetzlich. B, wir wissen, was die Volkskammer in etwa beschließen will. Also, woher? Das konnte man in der Zeitung lesen. Frau Luft hat sich dazu geäußert. Wir haben am runden Tisch gehört, was zu erwarten ist bei Joint Ventures beispielsweise, noch mit der Sperrklausel 49-51%, die ja heute offensichtlich nicht so beschlossen wurde, sondern aufgehoben wurde. Und C, wir das haben ist heute aufgehoben worden, ja? Ja. Mhm. Und C, wir haben selbstverständlich auch weitergeblickt, weil es nicht nur um kurzfristige und mittelfristige Projekte geht, sondern um etwas mit längerem Atem, wo also noch keine Entscheidungen möglich sind, sondern erstmal gedacht wird, was ist denn möglich und was nicht. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Dass das nur eine Stadt macht, das ist eine andere Frage, aber einer muss anfangen. Also er hat jetzt eine Schicksalsgemeinschaft. Wenn du, lieber Wolfgang, hier gegen die Gesetze verstößt, hast du einen Kumpel neben dir. Ich mache es im Kombinat genauso. Ohne jedes Bedenken. Ich weiß, Friedrich II. Hat mal eine Schlacht gewonnen, weil ein Korporal gegen alle Befehle verstoßen hat und hat eine Truppenbewegung durchgeführt, hat die Schlacht gewonnen. Dafür kriegte er von Friedrich II. Einen Bauernhof und musste 2 Tage am Pfahl angebunden stehen. So, zur Strafe. Aber im 20. Jahrhundert, ja. Sollte man das nicht zum Prinzip machen, gegen Gesetze zu verstoßen. Das haben die 40 Jahre lang gemacht. Schaffen Sie die richtigen Rahmenbedingungen, die gesetzlichen, dann braucht niemand mehr in diesem Land gegen Gesetze zu verstoßen. Aber zum Beschleunigen ist es trotzdem notwendig. Ich will aber noch etwas ganz anderes sagen. Wir diskutieren Marktwirtschaft und Konföderation. Gestatten Sie mal. Ja, na gut. Was wir jetzt diskutieren, ist doch an und für sich der viel leichtere Teil. Mal ein Gesetz schaffen, eine Regelung schaffen, Treffen durchführen. Das ist doch der einfachere Teil. Der schwerere Teil ist, das Leistungsprinzip in die Wirtschaft reinbringen. Dafür sorgen, dass wieder 8 Stunden gearbeitet wird. Dass jeder sein Leistungsvermögen in den Dienst der Produktivität stellt. Das bedeutet, das Verhalten von Millionen von Menschen verändern. Das andere kann ein 50 Juristen machen. Ich möchte aufmerksam machen, dass wir das Zweite nicht übersehen dürfen.
Das ist eine echte breite Volksbewegung, die notwendig ist. Ich möchte mich mal von hier aus einschalten und mal ganz kurz unterbrechen und etwas einschieben. Also erstmal wollte ich Sie fragen, Herr Gysi, ob Sie eigentlich mit den Ansichten Ihres Stellvertreters Berghofer einverstanden sind, der ja also einfach so von Marktwirtschaft redet. Also erstens sind wir nicht siamesische Zwillinge, sondern unterschiedliche Individuen und darauf legen wir auch beide Wert. Und zweitens sind wir gewohnt, uns gedanklich und sprachlich zusammenzuraufen. Und bisher sind wir letztlich immer noch zu übereinstimmenden Auffassungen gekommen. Die Frage, zu der er nicht Stellung genommen hat, weil ihn das natürlich als Oberbürgermeister auch ein bisschen weniger bewegt in der augenblicklichen prekären Situation aus seiner Stadt, was also daran noch sozialistisch sein könnte, das hängt, wie ich meine zumindest, mit der Frage des dritten Weges und der Werte überhaupt zusammen. Ich glaube, dass im Augenblick das vergangene System bei uns und auch die westlichen Systeme einen Mangel haben, dass fast alles, was positiv war, immer gegen herrschende Interessen durchgesetzt werden musste. Und es wird eben irgendwie Zeit, dass wir uns Strukturen einfallen lassen, dass die herrschenden Interessen, das ist jetzt ein bisschen sehr allgemein, mit den globalen Interessen der Menschheit übereinstimmen. Jetzt könnte ich das konkreter machen, angefangen von der Umweltpolitik über Abrüstungspolitik, Sicherheitspolitik und letztlich auch Bedürfnisbefriedigung. Ich bin aber für Marktwirtschaft, natürlich, aber ich bin für eine solche, die weder den Gedanken an demokratischen Sozialismus aufgibt, noch an individuelle Fähigkeiten und Werte, noch an andere Kriterien. Und wenn wir das jetzt im Einzelnen auseinandernehmen würden, dann würde das natürlich sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Naja, wir können das ja ganz konkret machen. Wir können ja ein bisschen über die SED reden, Herr Gysi. Also wir könnten zum Beispiel darüber reden, dass Sie ja doch als der erste Mann dieser Partei anfangen könnten, eine andere Politik hier zu demonstrieren. Also Sie sind oft gefragt worden nach dem Eigentum der SED. Und Sie haben es bis heute nicht veröffentlicht. Sie haben neulich mal gesagt, Sie würden das noch nicht wissen, aber ich finde, ich habe dich nachgerechnet, Sie sind jetzt eigentlich lange genug der erste Mann dieser Partei, um das zu veröffentlichen. Ich habe mich gefragt, ob Sie das vielleicht nicht tun, weil das so viel ist, was Sie dann zu veröffentlichen haben. Geld, Häuser, Medien. Wissen Sie, das Problem ist noch, es ist einerseits einfacher und andererseits komplizierter. Unter anderem resultierte aus den Alleinherrschaftsallüren der früheren Führung, dass die nicht mehr ordentliche Dokumente erstellt oder aufbewahrt haben. Sie fahren durch das ganze Land, das heißt die entsprechenden Mitarbeiter, um die zusammenzusuchen. Aber ich kann Ihnen so viel verraten, wir haben eine große Gruppe rechtlich. Das machen aber Kriminelle meist nicht, dass sie irgendwelche Spuren hinterlassen. Vielleicht darf ich also das noch zu Ende führen. Wenn wir die suchen und darauf warten, das dauert lange. Nee, die liegen ja inzwischen vor und dabei stellt sich auch heraus, dass das meiste zwar korrekt als Eigentum ist, aber ein Teil meines Erachtens nicht feststellbar, das geht sowieso weg. Und auch bei dem anderen Teil ist natürlich die Frage, ob man Monopolstellung zulassen kann oder nicht. Ich meine nein. Das Präsidium berät diese Fragen morgen für den Teil, wo wir jetzt die Übersicht zusammen haben und dann werden wir das auch am Montag, die entsprechenden Empfehlungen und Entscheidungen veröffentlichen. Gleich, Herr Henrich, sofort. Ich will nur mal fragen, können Sie aber die Verbitterung... Sie, vier Wochen oder so ungefähr? Ja, trotzdem. Ja? Können Sie die Verbitterung der Menschen auf der Straße verstehen? Na, aber können Sie die Verbitterung der Oppositionsgruppen verstehen, die da sagen, wir haben keinen Zugang zu den Medien? Die SED ist so reich, sie hat einen Medienmarkt, Verlage, ADN, Verlagshäuser, noch und nöcher. Man kann es jetzt hier gar nicht aufzählen. Nee, also ADN gehört uns nicht, das tut mir leid. Ich denke. Nur eine Frage, Herr Gysi, nur eine Frage. Trifft da darf es ich zu, erst die Frage dass beantworten. 80% der Druckkapazität in der Hand der SED sind? Also eigentumsmäßig? Meines Erachtens sogar mehr. Also 90%. Ich sage ja zum Beispiel, über die Druckereien wird morgen deshalb extra gesprochen, nachdem wir jeden Einzelbetrieb versucht haben zu klären, was nicht so einfach war, aber jetzt ist es uns gelungen. Und zu dem Vermögen, wenn wir denn hier Leute von der SPD haben und von der SDP, die sich ja wohl ab morgen umbenennen wird, sind Sie denn bereit, das Vermögen, wie man wohl meint, das gestohlene Vermögen der SDP, SPD zurückzugeben? Ja, das ist ja so nicht richtig. Also man darf auch die unterschiedlichen Dinge nicht miteinander vermischen. Die Vereinigung der Parteien ist etwas anderes als die spätere Behandlung derjenigen, die sich nicht vereinigen wollten. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und da geraten Sie auch in Widerspruch mit noch vorhandenen alten Sozialdemokraten. Aber ich habe damals nicht gelebt. Das sind Fragen, die wir zum Beispiel heute im Rat der Alten, den habe ich mir extra gebildet, weil ich diese Kenntnisse nicht besitze.
weil ich zu jung bin dafür. Aber Jurist sind Sie und das ist... Ja, ja, aber das sind ja auch einfach auch historische Fragen zum Teil. Aber und die haben mich da sehr gut beraten, würde ich Ihnen verraten. Nein, wissen Sie, und dann ist ja auch die Frage, es kann ja auch nicht jeder kommen und sagen, ich bin jetzt einfach hier die SPD und will alles haben. Ich meine, das ist ja auch eine Frage der Legitimation. Wir werden, das will ich Ihnen nur als meinen Ausgangspunkt sagen, wir sagen drei Dinge. Erstens, was uns nicht gehört oder wo das nicht eindeutig zu klären oder nachzuweisen ist, geht weg. Zweitens, soweit es uns eindeutig gehört, werden wir uns trotzdem von alledem trennen, was, sagen wir mal, Monopol- oder Alleinherrschaftsstellung ausmacht. Das ist eine politische Entscheidung. Hm. Und hinsichtlich des dann Verbleibenden, dann werden wir uns allerdings auch wehren, wir werden uns da nicht enteignen lassen. Das ist zumindest meine gegenwärtige Position, aber ich muss dazu sagen, dass wir das erst noch entsprechend beraten müssen in entsprechenden Gremien. 100 Millionen aus dem Staatshaushalt abgezweigt für die SED. Nee, das ist so auch wieder nicht richtig. Also nach dem, was ich bisher weiß, sind 1989 aus dem Staatshaushalt genau 19 Millionen gekommen für die Lehrlingsausbildung. Und wenn Sie jetzt die vergangenen Jahre auch noch mit einbeziehen wollen, dann muss ich Ihnen sagen, muss ich das Ergebnis der Finanzüberprüfung abwarten. Das liegt Ende Januar vor. Die FDJ hat 200 Millionen für 1989. Die Jugendorganisationen sind ja ganz, die sind ja staatlich bezahlt worden, diese Jugendorganisation. Das wird übrigens auch in Zukunft so sein. Die ist aber nicht von uns bezahlt worden. Das darf weiß ich schon. Mal von diesem Thema etwas wegkommen, weil das so schwer ist, es diese Auseinandersetzung. Ich muss mich nochmal einbringen. Aber ich muss das versuchen, alles zu klären. Das ist wirklich nicht so einfach, will ich Ihnen bloß sagen. Es tut mir leid, Herr Giese, ich muss mich nochmal einmischen, weil Sie etwas gesagt haben, was mich innerlich sehr erregt. Nicht? Die Sache mit dem Vermögen ist von Ihnen her gesehen nur so zu argumentieren, wenn Sie das, was ich Zwangsvereinigung nenne, eine freiwillige Vereinigung nennen. Und dies ist nicht haltbar. Und Sie können auch nicht hingehen und sagen, wer entscheidet eigentlich, wer der Nachfolger der SPD in der DDR oder in der sowjetisch besetzten Zone ist. Das werden die Sozialdemokraten entscheiden, jedenfalls nicht die SED. Wenn Sie Ihre Partei in die Auseinandersetzung führen mit der Geschichte, nämlich der Zwangsvereinigung, dann wird das für Sie noch sehr bitter werden. Aber jedenfalls ist klar, dass die SPD unter diesen Umständen ihre alten Vermögenswerte reklamieren wird. Na, was denn sonst? Gut, wir lassen das mal bitte so stehen, weil wir können es nicht ausdiskutieren. Dietz Verlag, sagt Herr Hinrich. Gibt es eben welche, die diese Geschichte auch ganz anders beurteilen. Ich sagte schon mal, ich war nicht zugegen, aber zum Beispiel Leute, die Sie sehr schätzen, also ich meine, die auch Sie sehr schätzen und Ehren, die ich heute zum Beispiel an dem Tisch hatten, die sehen das wirklich anders. Ich bitte, dass dann ich kann das ja am wenigsten beurteilen. Das gehört sicherlich mit zur Geschichtsaufbereitung und Aufarbeitung. Dafür haben wir auch eine entsprechende Geschichtskommission gebildet. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, dass die SPD uns dabei hilft und auch entsprechendes Material zur Verfügung stellt. Es ist sehr schwer, sowas nach 40 Jahren und dann alles innerhalb von 4 Wochen, wenn es geht, aufzuarbeiten, zu rekapitulieren, auch noch dokumentarisch festzuhalten. Also ein bisschen werden wir auch in eine Überforderungssituation gebracht. Gleichzeitig sollen wir nach vorne denken, demokratisch einen neuen Sozialismus definieren, alles Mögliche machen, programmatisch tätig werden. Sie sind ein fleißiger Mann, wie man weiß, und Sie werden das schon schaffen. Herr Giese, ich wollte Sie etwas anderes fragen zu den Vorgängen in Treptow. Es kann Ihnen doch einfach nicht angenehm sein, als erster Mann dieser Partei, dass überall in Ostberlin, wo ich es hören konnte, also wo man sich umhören konnte, aber auch hier in der DDR gesagt wurde, dies war ein von der SED inszeniertes Spektakel, um hier abzulenken von anderen Dingen und um zu einem Bündnis zu rufen. Nun hat ja Herr Modrow gerade gesagt, es wird kein Amt für Verfassungsschutz, jedenfalls nicht vor dem 6. Mai eingerichtet, aber der Ruf der SED, wenn es überhaupt noch möglich ist, ist nun noch weiter beschädigt worden durch diese Aktion. Unangenehm, Sie werden es natürlich nicht sagen, dass das von der SED inszeniert wurde, das können Sie ja auch gar nicht sagen, aber unangenehm muss es Ihnen doch allemal sein. Sie würden das sagen?
wenn es so wäre, würde ich es sagen. Also lassen Sie mich mal Folgendes sagen. Es tut mir weh. Es tut mir weh, und wenn Sie mich etwas genauer kennen würden, würden Sie auch wissen, weshalb, wenn das so und dann auch in Verbindung mit mir aufgefasst worden ist. Und insofern ist auch deutlich, dass da irgendwas nicht richtig gelaufen ist. Ich habe schon vor dem Parteivorstand gleich danach gesagt, weder alles, was Sie sagt, noch alles, was Sie rufen wurde, hat uns gefallen. Als wir dazu aufgerufen haben, erfolgte das in einer, wie ich meine, anderen Absicht. Wissen Sie, der Antifaschismus, lassen Sie mich das kurz sagen, und da hätte ja jeder hinkommen können, auch das neue Forum, die Grünen, alle, dann wäre vielleicht der Charakter ein anderer geworden. Der Antifaschismus, lassen Sie mich das sagen, ist mir viel zu wichtig, als dass ich zumindest bereit wäre, ihn irgendwie zum Gegenstand des Wahlkampfes zu machen. Und ich bin sofort bereit, mit allen anderen Parteien und Bewegungen ein Bündnis dazu also in dieser Richtung einzugehen, dass wir diese Sachen völlig aus dem Wahlkampf herauslassen und ihn nicht zum Gegenstand machen. Wenn es dabei Missverständnisse gegeben hat, tut es mir leid. Herr Hinrich, es gibt keine andere Partei und Bewegung in der DDR, der ich mangelnden Antifaschismus vorwerfe. Das will ich nur deutlich sagen. Also man darf in Deutschland vieles tun. Eins darf man nicht tun, man darf den Antifaschismus, überhaupt die Faschismusproblematik, nicht zum Wahlkampfschlager machen wollen. Man darf diese Problematik auch nicht missbrauchen, um einen schon ohnehin überdimensionierten Sicherheitsapparat weiter aufzublähen. Das ist auch nicht zulässig in Deutschland. Und ich denke, Herr Gysi, das ist mein ganz konkreter Vorwurf an Sie, dass Sie genauso gut wie ich wissen, zumindest auf der strafrechtlichen Ebene, dass es da im Moment keiner Einheitsfront, denn die Einheitsfront, die müsste im Herzen sein, gegen alle faschistischen Versuche, aber es bedarf im Moment solcher Parolen nicht in unserem Lande. Wir haben, Sie kennen die Zahlen genauso gut wie ich, bis einschließlich November 144 faschistische Aktivitäten gehabt, 1989, um nur mal einen Vergleich zu sagen, damit man das mal versachlicht. In Westdeutschland 1607 solcher Aktivitäten, davon aber, das muss man jetzt wissen, ich habe mir die Zahlen geben lassen, 11 Sprengstoffanschläge, 127 Brandanschläge. Solche Delikte haben wir hier alle nicht gehabt. Also warum dieser massive Versuch, uns in die rechte Ecke zu drängen. Das war der Versuch. Sie haben gesagt, wir haben hier eine Chance, einen demokratischen Sozialismus aufzubauen, und diese Chance lassen wir uns nicht von rechts kaputt machen. Also jeder, der... Jeder, der dies versucht, also der Ihnen da nicht folgen will, steht also augenscheinlich rechts. Und darüber hat sich der Kollege Schnur sehr bitter beklagt am runden Tisch, und ich denke mit Recht, weil dies nicht zulässig ist. Darf ich zwei Sachen dazu sagen? Nee, darf ich nun mal antworten? Ich meine, Sie können mich nicht alle pausenlos angreifen, und ich kriege nie eine Gelegenheit, wenigstens mal zwei Sätze zu sagen. Ich will Ihnen zwei dazu, meine ich jetzt. Lassen Sie mich das kurz sagen. Also erstens, das war ja nun eine besondere Handlung an diesem Ehrenmal. Und zwar ganz egal, von wem sie begangen ist und wann das je herauskommt, sie ist und bleibt schändlich. Zweitens, ist es so, dass sich zum Beispiel die auch wirklich verantwortliche Politiker der Sowjetunion, ich habe einen Brief des Botschafters, wo er sich sowohl für die Veranstaltung bedankt, als auch vorher die Bestürzung zum Ausdruck brachte. Das hat uns natürlich gerade dieser Brief, in dem die Bestürzung zum Ausdruck gebracht worden ist, mit animiert, um deutlich zu machen, wir wollen in diesem Lande diese Art von Rechtsradikalismus nicht zulassen und dadurch auch die demokratische Revolution nicht gefährden. Sie werden wissen, dass ich davon ausgehe, dass diese demokratische Revolution nun weiß Gott nicht von dieser Partei eingeleitet worden ist, sondern von ganz anderen Kräften. Und ich will noch eins dazu. Ich bin mir darüber im Klaren, dass wir auch im Vokabular natürlich noch einiges zu lernen haben. Zum Beispiel, dass eben rechts keineswegs rechtsradikal ist und dass links eben nicht linksradikal ist und dass man sich alle gemeinsam zum Beispiel gegen Rechts- und Linksradikalismus wenden kann, ohne dass man also die politische Auseinandersetzung damit etwa auf rechts und links erhebt, was nicht zulässig ist. Das ist mir klar.
Und ich glaube, dass wir in dieser Frage uns auch verständigen können und dass wir dann dieses Thema, bitteschön, das ist auch mein Interesse, nicht zum Wahlkampfthema machen können. Wir haben im Augenblick in der DDR meines Erachtens keine rechtsradikale Partei und wir haben auch keine linksradikale Partei, aber wir wollten natürlich auch, wissend, was Herr Schönhuber für Aktivitäten entfaltet, um sich hier fest zu etablieren, so, deutlich zum Ausdruck bringen, dass wir das nicht wollen. Jetzt aber kein Monolog, und zwar gemeinsam mit Ihnen nicht wollen. Lauter Anwälte, Sie sind auch eine... Es geht nur ein Wort noch an der Stelle. Es geht darum, denke ich, diese Faschismusproblematik, die muss auf einer sehr viel tieferen Ebene angegangen werden. Das ist völlig klar, eine neue Aufarbeitung steht uns bevor. Aber soweit Sie von Einzelhandlungen, von Einzeldelikten, Rückschlüsse auf die allgemeine Kriminalitätslage zulassen, Sie haben davon gesprochen, dass ein Sicherheitsvakuum hier existiert bei uns. Das ist aber, ich sage es Ihnen und Sie wissen es genauso gut wie ich, blanker Unsinn. Bei den riesigen Sicherheitsapparaten, die wir haben, können wir eine mehrfache Kriminalität bekämpfen und nicht nur diese 144 Straftaten, die ich eben genannt habe, neofaschistische Aktivitäten. Und wenn Sie so wollen, nehmen Sie den Ehrenhain in Gera. Auch das ist natürlich eine schändliche Handlung, das ist überhaupt keine Frage, aber es sind unsere Kinder gewesen. Und sie waren einen Tag später ermittelt von der Kriminalpolizei. Und die kann das auch, der sollte man das durchaus zunächst überlassen. Und für dieses Maß an Kriminalität sind wir bestens vorbereitet. Ich will nur einen letzten Satz sagen. Wir gehören zu den 10 Industriestaaten mit der geringsten Kriminalität. Darauf können wir stolz sein. Aber wir sollten nicht so tun, als ginge hier eine Welle faschistischer Pest durch dieses Land. Das war doch so. Also warum eine so niedrige Kriminalität? Moment. Warum eine so niedrige Kriminalitätsrate ist vielleicht ein hochinteressantes, aber ein anderes Thema. Aber noch ein Wort von Herrn Schnur dazu. Ja, ich denke, Rolf Hennenrich hat das hier deutlich und richtig angesprochen. Ich habe ja sehr deutlich am 8. Januar am runden Tisch dazu Stellung genommen. Es hat mich bis heute verwundert, dass es überhaupt gar keinen Staatsanwalt in unserem Land gibt, der das interessiert, dass ich persönlich so schmutzig angegriffen worden bin von der braunen Faust, vom Heil Hitler. Auf der anderen Seite, Gregor Gysi, glaube ich, dürfen wir doch nicht übersehen. Dürfen wir nicht. Herr Schnur, würden Sie das jetzt mal richtig stellen? Ich habe gesagt, ich habe jetzt einfach Gregor Gysi angesprochen, nicht wegen des Angriffs, sondern ich glaube, durch die Erklärung in der Öffentlichkeit, durch die SED-PDS, hat sich zumindest in den Zeitungen und in den Massenmedien für mich sehr deutlich dargestellt, dass zum Beispiel mein Freund Ibrahim Böhme als Mitglied der SDP oder auch Mitglieder des Neuen Forums einfach aus der Vernunft der Koalition ausgeschlossen worden sind, weil sie zum Beispiel an dieser Kundgebung nicht teilgenommen haben. Die Märkische Volksstimme, die hier im Bereich Potsdam ja erscheint und eine sozialistische Tageszeitung sein will, hat hier doch sichtbar gemacht, welcher Ungeist und welche feindselige Rhetorik gespielt wird. Und ich meine, das sollte doch die SED-PDS dann zur Pflicht sich auch anmahnen, dass sie dann auch entschieden mit Erklärungen gegenüber den neuen gesellschaftlichen Gruppierungen und Parteien auftritt und sagt, jawohl, das lehnen wir konsequent ab, auch gegenüber den eigenen Zeitungen. Das halte ich für wichtig und nicht, dass wir immer wieder diffamiert werden. Ja. Ich würde jetzt gerne hier darunter einen kleinen vorläufigen Schlussstrich machen und zurückkehren an diesen Tisch zu den... Nein, Herr Gysi, wirklich, es sind drei Anwälte, Sie, Hennenrich und Schnur, und dafür kriege ich jetzt langsam Respekt. Ich möchte gerne jetzt hier zurückgehen, aber Sie haben ja nachher noch Gelegenheit, unsere Sendung ist ja noch gar nicht vorbei, obwohl jetzt ein Licht ausgeht, aber wir machen mal hier weiter. Ich möchte gerne zurück zu den Problemen dieser DDR. Das ist auch eines, das ist ganz klar, die Vereinnahmung von Antifaschismus und Antifaschismus ist eines der wichtigen Themen dieser DDR. Gehen wir aber zurück zu den großen Sorgen und zu den Themen, die man unbedingt behandeln muss. Herr Verzecher, Herr Brie, Sie wollten mal was sagen, Sie habe ich bisher überhaupt noch nicht zu Wort kommen lassen.
Ja, das ist nicht das Problem. Für mich ist die Schwierigkeit, dass die ganze Diskussion, die ja wahrscheinlich fast eine halbe Stunde gedauert hat, eine Situation der DDR widerspiegelt, nämlich dass wir uns in der innenpolitischen Auseinandersetzung auf Fragen konzentrieren, die möglicherweise die Entwicklung überhaupt in Frage stellen. Also für mich aus der ganzen Diskussion der letzten Wochen auch hier am Tische wird deutlich, dass wir vor der Situation stehen, dass möglicherweise unsere Wirtschaft aufgrund der zunehmenden politischen Spannungen und aufgrund der enttäuschten, überhöhten Erwartungen oder überhaupt Wundererwartungen, nachdem man sehr schnell nur das politische System zerschlagen hätte, nun schnell einen Wirtschaftsaufschwung erreichen zu können. Wenn das zusammenkommt, werden wir möglicherweise den 6. Mai überhaupt nicht einigermaßen stabil erreichen. Deswegen ist es notwendig, jetzt relativ schnell und gemeinsam, und das ist ja auch ein Sinn der Diskussion am Anfang gewesen, festzustellen, wo sind diejenigen Punkte, die lebenswichtig sind, damit dieser Prozess der Annäherung der beiden deutschen Staaten so geschieht, dass Europa das ertragen kann und dass die Menschen das hier ertragen können. Sagen Sie doch mal, was für Sie das Wichtigste ist.